Nach einem Einsatz fahren Sanitäterin Laura Robin und ihr Kollege an einem Mädchen vorbei. Die 10-Jährige schiebt ihren 6-jährigen Bruder vor sich her und wirkt überfordert. Offensichtlich geht es dem Jungen schlecht. Wie sich herausstellen wird, braucht wirklich nicht nur er Hilfe. Was ist los bei euch? Der Markus, der ist krank und wir wollten jetzt zum Arzt. Markus, du bist krank? Was hast du denn? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Guck mich mal ja, an. Der hat rote Bäckchen hast du. Der hat Fieber bekommen. Okay. Wann denn? Ja, also irgendwie so gerade eben. Ja, wo sind eure Eltern? Die sind gerade beschäftigt. Die sind gerade beschäftigt, naja, toll. Sag mal, Markus. Wie heißt ihr denn? Wo geht denn hier? Katrin. Katrin, und du heißt? Markus war das. Und wie alt seid ihr? Entschuldigung. Hallo. Wie sind Sie denn? Ich bin die Tante. Was ist passiert? Warum steht ihr hier? Mit einem Einkaufswagen. Ja, der Markus, der ist krank und wir wollten jetzt zum Arzt. Wie ihr beide? Wo ist denn die Mama? Die ist zu Hause. Warum ist Mama zu Hause? Die hat gerade was zu tun. Was macht ihr so? Und dann fahrt ihr mit dem Einkaufswagen hier einfach durch die Walachei? Das könnt ihr doch nicht. Das verstehe ich nicht. Ich rufe die Mama mal an. Ja, weiß sie denn Bescheid? Die hat euch doch mit Sicherheit nicht so losgeschickt. Meine Schwester ist wirklich eine gute Mutter und sie kümmert sich wirklich rührend um ihre Kinder. Und mein Mann sagt immer irgendwie, sie braucht mal Hilfe, weil sie sich auch von ihrem Mann getrennt hat. Und sie hatte, gibt es auch diesen Sozialpädagogen, diesen Herrn Braun, hatte sie empfohlen bekommen und hatte stand mit ihm im Kontakt, weil das wohl doch alles etwas schwieriger war für meine Schwester, als ich eigentlich auch vermutet habe. Ich habe da irgendwie nie die Notwendigkeit drin gesehen, aber offensichtlich scheint da ja doch mehr hinter zu stecken. Das ist Mamas Aufgabe. Das verstehe ich nicht. Das ist doch kein Zustand. Ja, aber ich hab dir das doch gesagt. Beschäftigt. Und die beiden, der geht doch komischerweise nicht dran. Dein Onkel und deine Tante. Da muss jetzt, da muss Hilfe rein. Was das Mama geht beschäftigt nicht. Ist, dann bindet sie ja nicht davon, dass sie für euch sorgen muss, ne? So, und wir gehen jetzt mal zum Rettungswagen rüber, okay? Hey, Carla, jetzt machen wir das so, wie ich es gesagt habe. Du warst jetzt in Sozialpädagogen. Den rufst du jetzt an. Du siehst doch, das funktioniert nicht. Die Kinder rennen alleine rum, der Junge ist krank, es geht einfach nicht. Du rufst ihn jetzt an, sonst mache ich das. Ja, wahrscheinlich hast du wirklich recht. Es macht einfach sonst keinen Sinn. Man kann ja mal nachfragen. So, komm, das machen wir. Hallo, Herr Braun. Ja, Ricarda Bistruba hier. Es geht um meine Schwester, Franziska Schlüssler. Ich weiß ja, dass Sie mit ihr im Kontakt stehen. Und ich glaube, wir bräuchten vielleicht doch mal Ihren Rat oder Ihre Hilfe. Oh, guck mal, deine Schwester, die ist ja so lieb. Ich habe noch ganz viele. Ich habe noch ein paar andere Sachen dabei. Toll. Die Vitalwerte haben ergeben, das war alles okay. Sauerstoffsättigung war in Ordnung, Blutdruck war in Ordnung. Er hatte lediglich mit 38,2 eine leicht erhöhtere Temperatur. Weshalb wir dann dem Onkel und der Tante empfohlen haben, ganz normal den Kinderarzt aufzusuchen. Wir mussten ihn nicht mit dem Rettungswagen zur Klinik mitnehmen. Wir lassen das einmal abchecken. Das und dann ist eine Möglichkeit. Ja, das ist das Beste. Was ist denn jetzt mit der Mutter? Oder dem da Vater? Kümmere ich mich jetzt drum. Ich habe jetzt schon mit dem Sozialpädagogen gesprochen. Ich gehe jetzt direkt zu der Wohnung und guck mal nach. Ich nehme dann die Katrin mit. Vorsichtig, die Stufe sind höher. Aber Onkel Thomas, du passt auch gut auf den Markus ja, auf, natürlich, oder? Mensch. So, du gehst jetzt mit dem Onkel Thomas mit? Okay. Ja. In der Wohnung der kleinen Familie findet die Tante eine beunruhigende Situation vor. Ihre Schwester wurde von der 10-Jährigen im Schlafzimmer eingesperrt. Die Schülerin weigert sich zunächst vehement, sie wieder rauszulassen. Erst als Sozialpädagoge Henning Braun klingelt, befreit das Mädchen seine Mutter. Dennoch irritiert ihr Verhalten die beiden Frauen sehr. Hallo. Ach, Herr Braun, schön, dass Sie sind die Tante, ja? Ja, genau. Hallo, Braun. Hallo, das ist meine Schwester. Hallo. Hallo, hallo Katrin. Hallo. Was ist denn los? Ich habe jetzt ewig gebraucht, bis dass sie mir überhaupt den Schlüssel gegeben hat, bis dass ich hier reingekommen bin. Dann war sie verschlossen in ihrem Schlafzimmer. Ich kann die Situation überhaupt nicht einschätzen. Ich wollte mich nur hinlegen. Mir geht's nicht gut. Ich bin so krank. Ja. Und ich habe mich nur kurz hingelegt, nur ganz, ganz kurz. Und warum hast du die Mama eingeschlossen? Ja, die Mama, die braucht ja Ruhe, die ist krank. Also ich kenne Katrin bereits schon von vorherigen Besuchen und ich habe sie immer als ruhiges Kind wahrgenommen. Und als ich erst mal heute reinkam, wirkte sie komplett nervös, unruhig. Und als Katrin ihre Mutter aus Fürsorge eingeschlossen hat und dann noch den kleinen Bruder einfach nach draußen geschleppt hat, ist schon sehr besorgniserregend. Mama sorgt auch dafür, wenn ich krank bin, dass ich Ruhe brauche. Ich habe eine Nachricht bekommen, dem Kleinen geht's gut. Mein Mann hat's gerade geschrieben, die sind jetzt gleich dran. Du brauchst ja keine Sorgen machen. Und du auch nicht. Ja. Alle in guten Händen. Geht's dir gut? Ja. Pass auf, ich mach dir jetzt was. Nein, ich mach das schon.
Machst du dir alleine was zu essen? Nee, das ist für die Mama. Ach, du machst für die Mama was zu essen? Ja, die braucht ja Vitamine, die ist krank. Mausi, nein. Damit nein, sie nein, schnell gesund wird. Nein, Kind, du hast Hunger, bitte. Nein, ich hab keinen Hunger, Mama. Doch, du hast, nein, bitte, lass. Mama, ich hab keinen Hunger. Doch, du hast Hunger. Du sollst lieber spielen, malen, ich mach das schon für dich. Nein, Mama, ich mach dir das. Mausi, ich hab keinen Hunger, wirklich nicht. Ich mach dir was zu essen. Nein. Kleinen Moment. Ist sie die ganze Zeit schon so gewesen? Das Verhalten ist jetzt merkwürdig, ne? Wo ist sie jetzt? Katrin. Nein, ich hab jetzt keine Zeit. Hast du vielleicht mal Lust, dich ganz kurz mal mit mir hinzusetzen? Kein Moment. Nein, Mama, du ruhst. Mama, setz dich jetzt hin und ruh dich bitte aus. Hast du vielleicht mal Lust, ganz kurz mal mit mir zu reden? Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss noch die Wäsche machen. Und dann muss ich noch machen. Und dann wollte ich auch noch nach Markus gucken. Katrin, was musst du doch heute noch alles machen? Ich muss kurz auf meinen Terminkalender gucken. Warten Sie vielleicht einen ganz kleinen Moment. Ich probiere mal erstmal mit Ihrer Tochter alleine zu sprechen. Ja? Mein Eindruck war, dass die Mutter auch komplett überfordert war. Sie ist krank, sie wusste nicht, was los ist. Sie wollte natürlich auch überfürsorglich für Katrin da sein, aber Katrin ist darauf gar nicht eingegangen. Es ging ja von A nach B, von B nach C immer weiter. Katrin war sehr, sehr unruhig und wollte den ganzen Haushalt schmeißen. Mama, also, Tee machen, Markus essen kochen, einkaufen gehen. Das machst du alles? Ja. Und hast dann gar keinen Platz mehr für deine Hobbys? Was? Ja, also malen, das kann ich jetzt nicht mehr. Das ist doch Babykram. Wie wäre es denn, wenn du mir jetzt mal ein Bild malst? Na gut, aber nur kurz. Am besten da vorne am Tisch, da haben wir Platz. Okay. Es war natürlich sehr, sehr schwierig, Katrin zur Ruhe zu bringen. Ich habe zunächst probiert, mit ihr zu reden, aber ich kam direkt nicht weiter. Und dann habe ich aber mit der Malaktion mehr erhofft. Kinderzeichnungen sagen oft mehr über Kinder aus, als sie mit eigenen Worten ausdrücken können. Und damit bin ich auch auf die richtige Spur gekommen. Drei Personen wissen das alles. Ja, das sind wir drei. Also Mama, ich und mein Bruder. Wer ist das hier? Große Person? Das bin ich. Die große Person bist du? Ja. Und die beiden, ist es Mama und dein Bruder? Ja, der Markus. Und wie kommt es, dass sie so klein gemalt sind? Die sind ja, guck mal, wie groß du bist. Ja, ich weiß. Hat das einen Grund? Ja, also die Mama, die hat ja den Papa jetzt nicht mehr und ich muss dir jetzt auch helfen im Haushalt. Okay. Und hier unten im Bild sehe ich auch noch was? Das ist der Papa. Ach, das ist der Papa, ganz klar. Aber den brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch alleine. Alles klar. Also auffällig war natürlich, dass Katrin sehr groß gemalt war und die Mutter sehr klein. Ganz, ganz unten rechts war noch eine ganz kleine Person gezeichnet. Das war dann der Vater, von dem sich die Mutter vor einem Jahr getrennt hat. Und für mich war das dann ein Zeichen einer beginnenden Parentifizierung. Das bedeutet, dass das Kind die Rolle des Erwachsenen einnimmt. Und meistens ist es der Fall, wenn Eltern überfordert sind, aber bei ihnen ist es jetzt gerade so, sie sind krank. Und ich denke, das hat ihre Tochter getriggert. Ja, und dass sie jetzt denkt, sie muss alles im Haushalt machen und natürlich auch viel zu viel. Das ist gerade für ihr Alter. Das soll sie aber gar nicht machen. Ich mach das doch. Sie soll Kind sein, sie soll malen, sie soll spielen. Sie soll einfach nicht merken, dass der Papa fehlt. Ja. Durch die Trennung habe ich einfach Angst und dadurch, ich mach das. Es ist natürlich wichtig, dass die Kinder keinen Leistungsdruck verspüren, aber trotzdem sollen sie auch bestimmte Aufgaben haben. Und wenn Kinder auch Aufgaben fordern, sollte man auch darauf eingehen. Und ich habe das Gefühl, dass ihre Tochter gerade echt gerne helfen möchte. Bloß sie macht natürlich viel zu viel. Aber ich habe jetzt mal eine kleine Aktion dabei, ein Spiel, was mir gerade einfällt. Es ist halt völlig normal, dass Kinder ihre Eltern unterstützen wollen. Und gerade im Fall von Katrin, die eine alleinerziehende Mutter hat, wollte sie sicherlich ihre Mutter einfach nur unterstützen. Aber nach der Trennung des Vaters hat es jetzt mittlerweile krankhafte Züge eingenommen, da die Mutter aus Fürsorge ihre Tochter keine Aufgaben gegeben hat. Und das Kind braucht es natürlich jetzt gerade. Sie ist in der Vorpubertät und sie muss Kompetenzen erlangen, sie muss mit anderen kooperieren. Ansonsten kommt es zu Minderwertigkeitsgefühlen. Und dementsprechend ist es aber auch wichtig, dass das Kind nur Aufgaben machen kann, die es auch selbst tragen kann. Jetzt überlegen wir erstmal, was du denn alles oder was generell hier alles im Haushalt gemacht werden muss. Staubsaugen, Essen machen. Und Spiele, Essen machen finde ich gut.
Für mich war es wichtig, gerade wenn man mit Kindern arbeitet, dass man sehr bildhaft arbeitet. Mit dem Rucksackspiel konnte ich gut symbolisieren, wie viel Katrin gerade leistet, wie viele Aufgaben sie im Haushalt übernimmt. So konnten wir gucken, was sie gerade derzeit macht und haben die ganzen Dinge in den Rucksack gepackt. Mit der Übernahme der Mutterrolle stellt die 10-Jährige ihre eigenen kindlichen Bedürfnisse zurück. Dies könnte dazu führen, dass die Schülerin sich auch später als Erwachsene mehr aufbürdet, als sie schaffen kann. Burnout, Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Magengeschwüre sind nur einige der möglichen Folgen. So, jetzt probieren wir den Rucksack aufzumachen. Natürlich super. Aber so schwer ist mein Schulranzen manchmal auch. Aber das? Und dann muss ich das ja, mit. Ja, aber ja. Das ist nicht vom Rücken. Lass mal die Mama probieren. Oh. Und die Mama ist noch. Oh, das ist wirklich schwer. Wollen Sie vielleicht auch mal? Ja, ich bin schon beim Zusammenpacken. Also das ist ja eine Last, die kann ja kein Mensch tragen, kein Kind. Guck mal, Katrin, das sind alles die Aufgaben, die du gerade machst. Das macht kein Kind der Welt. Das ist viel, viel zu viel. Das kann nicht meine Erwachsene alleine machen. Aber ich habe eine Idee. Komm, setz mal. Die teilen die Sachen einfach auf. Jedes Teil in dem Rucksack symbolisiert eine Aufgabe im Alltag einer Familie. Indem Henning Braun diese unter den Familienmitgliedern aufteilt, möchte er der Schülerin verdeutlichen, dass sie helfen kann, ohne alles alleine machen zu müssen. Und jetzt habe ich natürlich noch hier drei Autos. Dann kann jeder von euch einmal mit dem Markus spielen. So bist du viel entlastet. Dann bin ich jetzt nur deine Sachen jetzt wieder im Rucksack packe, die du machst. Sieht das schon ganz anders aus, eine ganz andere Nummer. Probier mal jetzt. Das ist viel leichter. Wesentlich leichter, oder? Mhm. Das ist nämlich wichtig. Jeder hat bestimmte Aufgaben. Und wir teilen die alle gemeinsam auf. So ist das viel, viel, viel besser. Ja? Exe selbst, ne? Auch wenn die Mama krank ist, da musst du nicht so viel machen. Du hast die Tante noch, du hast deinen Onkel noch. Ich muss doch nur was sagen. Mhm. Alles klar? Wir sind doch eine Familie. Versprichst du mir das, dass du nicht mehr so viel machst? Und aber auch die Mama, wenn sie was äußert, natürlich auch mal machen lassen. Ne? Ja. Aber nicht auch schon ein großes Mädchen. Bisschen. Alles klar. So wie sie das möchte, aber nicht zu viel. Gut. Okay. Mir fällt ein Stein von Herzen. Alles klar. Also vielen, vielen Dank. Ich lass sie mal alleine. Ich fahre jetzt noch weiter. Ja? Also ich werde natürlich in Zukunft weiterhin für meine Schwester da sein, noch mehr verstärkt, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt habe, was da schiefgelaufen ist. Und ich denke, das kriegen wir alles zusammen hin. Herr Braun steht uns ja auch nach wie vor noch zur Verfügung. Ach, guck mal, wie süß. Ein Foto. Ach, wie schön. Alles ist in Ordnung und der Rest wird jetzt auch gut. Mutter und Tochter haben erkannt, dass sie beide ohne den Vater zurechtkommen, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Gemeinsam haben sie überlegt, welche Aufgaben die 10-Jährige regelmäßig im Haushalt übernehmen kann, ohne damit überfordert zu sein. Darunter fallen kleinere Einkäufe sowie das Falten ihrer eigenen Wäsche.